So, kämen wir zum vierten Problem, zum vierten Schritt. Aber es geht um ein Problem, nämlich um den Entwicklungsengpass der aber Zielgruppe. Also war das Zielgruppen, nein, die naja. Wieder auf die Tür. Ja, aber die Top 5 Eigenschaften, die am meisten bei uns vorkommen. Genau. Oder bei den wichtigsten Leuten. Und jetzt kannst du vielleicht aus den ersten dreien oder aus den ersten vieren vielleicht mal versuchen, einen Satz zu bilden, der diese Charakterkombination beschreibt. Noch zu Punkt 3. Also zum Beispiel einen humorvollen und energievollen Selbstständigen. Also, weil dir aufgefallen ist, dass alle Menschen, die du gerne magst, humorvoll sind, dass viele von denen selbstständig sind, dass viele von denen einfach energiegeladen sind. Top 3, oder soll ich die 3 raussuchen einfach? Such, also die am häufigsten aufgetreten sind oben bei deinen. Und daraus vielleicht ein Satz wird, so mit dem du aber auch zwei die beschreiben kannst. Klar. Also,